Ey, und den Typen kriegt man nächsten Sommer für 3 Millionen. Es ist so eine Frechheit. Digga, als ob jetzt schon ein Schal runtergefallen ist. Ich krieg doch die Grätze, Mann. Meine Güte, Digga. Menschenskinder, aber auch. Zählt der Scheiß hoffentlich. Ein Topspiel der Woche waren. Oh, wie geht denn der Ball durch? Netz. Oh. Skelly chippt den Ball rein, wird abgefälscht. Na, Netz. Dann rennt wieder ein Bredlow wild auf ihn drauf, auf den Luka Netz. Rennt da komplett wild drauf. Rennt da raus, aber diesmal hat er ihn auch. Eckball für Gladbach, aber Sosa. Marmusch. Und Dinos, der zieht mal ab aus der Ferne! 1-0! Dinos! Junger Vater, was eine Hütte! Was eine Hütte, Alter! Junge, 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 was ist denn los bei den Dinos? Leck mich am Arsch, Alter! Also bei dem läuft der wirklich der Rotz zweispurig runter gerade und hoch. Alter Falter! Was eine geile Hütte! Alter, was der anfasst in den letzten 3, 4 Wochen, ist auch wirklich Gold. Was eine geile Hütte. Den macht dir kein Stürmer besser. Den macht dir kein Stürmer besser. Den macht dir einen Kalaitschen, Gonzales und Silas, die machen dir den auch alle nicht besser rein. Wie eiskalt ist der denn? Also sensationelle Hütte von Dinos Mavropanos. Lecco mio. Das ist mittlerweile, der ist mittlerweile geteilter Topscorer bei uns. Der müsste jetzt auch 3 Stück haben, genauso wie Kempf. Mavropanos und Kempf, beide 3 Hütten. Junge, was eine geile Bude. Alter. Ey, und den Typen kriegt man nächsten Sommer für 3 Millionen. Es ist so eine Frechheit. Kone. Boah, Koulibaly, Riesenchance. Frei aufs. Oh, Bruder, was war das denn? Da geht er schön in Aggis rein, ist früh dran, stört den Gladbacher, holt sich den Pass ab früher. Geht frei auf den Keeper drauf. Und dann, wie in FIFA gefühlt, wird er vom Keeper verarscht, indem er einfach stehen bleibt und sagt: Ey, kommt, dann lupf halt. Und lupft das Ding gefühlt 10 Meter drüber. Ach, Koulibaly, da war viel, viel mehr drin. Scully. Flanke. Wow. Jungs, Ginter. Was geht denn hier jetzt vor sich? Nein! Da waren wir gerade kurz vor Eigentor. Da waren wir gerade kurz vor Eigentor. Ein Tohuwabohu, dann jagt da Hofmann drauf, schießt mal von Panos ans Knie und dann siehst auch Bredlow in Augen. Heilige Scheiße, das war gerade sehr, sehr kurz vor Eigentor. So, Hofmann mit der Ecke. Kommt sehr weit nach hinten. Bayer. Zakaria abgefälscht. Das Ding lebt immer noch. Dinos immer noch nicht ganz weg. Ja, Traumtor Nummer 2, ne? Was willst du sagen? Das ist Traumtor Nummer 2 heute. Das ist halt Traumtor Nummer 2. 1-1 Gladbach von Hofmann. Das ist auch sehr geile Hütte. Muss man einfach so zugeben. Ist eine geile Hütte. Sehr schade. Es ist hoch verdient, weil Gladbach ist die bessere Mannschaft. Aber natürlich für uns schade, so kurz vor der Halbzeit noch 1-1 zu fangen. Aber das ist, wie ich es erwartet hatte. Gladbach hat den Ball. Gladbach macht Druck. Gladbach will es 2-1. Noch fällt's nicht, jetzt hat Player aber ordentlich Platz. Oh, wichtig, Kempf. Ne, Mavropanos war's. Ein Phänomen. Ein Phänomen aktuell, der Typ. Weil Player zieht da komplett mal durch. Also der macht da wirklich 40 Meter vom Tor, das holt sich die Kulle, läuft mal einmal durch. Auf einmal hat er komplett Platz. Der wäre an Pretlo vorbei gewesen, der Ball, aber Mavropanos ist da und krätscht das Ding weg. Fahir kommt auch. Der hat die 19, der King. Der King hat die 19, das wusste ich gar nicht. Der King hat die 19. Okay, ich brauche sein Trikot, glaube ich. Weil 19, also hat es keine besondere Bedeutung, aber mein Geburtstag ist halt am 19., ne? Am 19. April. Deswegen hat die 19 immer irgendwie, bin ich ein Fan von der 19, so dumm es klingt. Ist ja cool, dass der Fall die 19 hat. Das feiere ich, das finde ich cool. Und jetzt kommt der Wechsel. Wir sehen das Bundesliga-Debüt von Wahid Fahir.
So, Karasor, schön rauskombiniert gerade wieder. Schön durch auf Nahtai. Im 16er, rein damit, fahr hier! Schade, Mann, schade. Der Ball war gut von Nahtai rein. Und Fahir dreht sich auch gut, aber kommt dann halt nicht an den Ball. Er dreht sich schön, damit der Ball in freien Raum geht, aber kommt dann nicht mehr hin. Kommt nicht zum Abschluss, kommt nicht an den Ball. Schade, das wär eine dicke Möglichkeit geworden, wenn er da an den Ball gekommen wäre. Ah, oh, wieder ein beschissener Ball. Nahtai, Dinos. Ja, keine Scheiße bauen, Digga. Ja. Alter! Was habt ihr vor? Also, der Ball zurück von Dinos kam ja mit dermaßen Zug. Hilf Gott! Der war nicht einfach anzunehmen, weil ihn hat davon nicht neben der Bredlo. Jetzt kriegen sie eine Ecke geschenkt durch so eine Scheiße in der 93. Digga! Was macht ihr? Mafropanos schlägt das Ding weg, Digga. In der 93. halben Minute fliegt ein Ball nach hinten und Kempf will mit der Brust zurückgeben zu Bredlo. Jungs! Digga, welche Nerven bitte? Welche Nerven sollen sowas mitmachen? Der gibt mit der Brust zurück in der 93. Und dadurch ist es fast scheiße gelaufen, aber Abpfiff! Sehr schön! Sehr schön, Jungs! Geil! Geil! Wir kämpfen uns einen Punkt in Gladbach. 1 zu 1. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Den Punkt nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Ein Punkt, den man nicht unbedingt eingerechnet hat in Gladbach. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Stark.